Die Menschen, die mit Depressiven zusammenleben, die fallen häufig unter den Tisch. Und daher gibt es das heutige Video. Guten Morgen! Es ist in der Tat so, dass die Depression als Krankheit in unser aller Bewusstheit ist und dass man den Menschen gerne helfen möchte, die depressiv sind. Und dazu gibt es unzählige Videos und dazu gibt es unzählige Bücher und unzählige Fachkräfte. Aber die Menschen, die mit Menschen zusammenleben, die depressiv sind, die sind so gar nicht im Fokus. Und das möchte ich heute ändern, deswegen gibt es dieses Video. Der erste Tipp, den ich geben kann, ausgehend meiner persönlichen Erfahrung in einer Beziehung mit depressiven Menschen, ist, dass man sich selber, obwohl man diesen Menschen liebt, auch mal zurücknimmt. Sich selber zurücknimmt, sich selber distanziert, auch mal eine Wand aufbaut, einfach sich um sich selbst kümmert und diesen Menschen, der unter Depression zweifelsohne leidet, eben auch mal leiden lässt. Aus verschiedenen Aspekten. Der erste Aspekt ist ganz deutlich, dass man nur dann Menschen helfen kann, wenn man auch selber gestärkt ist und selber stark ist. Ich kann niemandem helfen, wenn ich erlaube, dass dieser Mensch mich runterzieht. Andersrum ist es natürlich so, wenn ich hingegen in den Flow des anderen mit hineinfließe und mich freiwillig in dieses Leid begebe, um einfach ein gemeinsames energetisches Bewusstsein zu erlauben und weiß, dass ich dann die Kraft habe, wieder rauszukommen, wie so ein Taucher, der quasi in das Meer springt und genau weiß, sein Atem, wann er wieder auftauchen muss. Und genauso ist das, wenn man mit jemandem zusammenlebt und bewusst in das Leid des anderen Menschen mit hineingeht, um einfach gemeinsam zu schwingen, dem anderen das Gefühl zu geben, dass man nicht alleine ist, dann ist das wunderbar, so denn man genau weiß, wann man wieder auftauchen muss. Oder eben, um erstmal Luft zu holen, eine Distanz aufbaut. Das wäre mein erster großer Tipp an die Menschen, die eben in einer Beziehung leben mit jemandem, der depressiv ist. Der zweite Tipp aus meiner Erfahrung heraus ist, dass man sehr vorsichtig sein sollte, wenn es darum geht, den Menschen Ratschläge zu geben. Insbesondere, wenn diese relativ pauschal gehalten sind, wie du musst jetzt endlich mal dagegen was tun oder bekomm das doch jetzt mal auf die Reihe. Solche Dinge. Das ist extrem kontraproduktiv. Weil in diesen Situationen ist sich der andere natürlich bewusst, dass er auf einer anderen Stufe steht in Bezug auf, wie man sein Leben meistert. Und dann hat man so eine Art Schamgefühl oder Schuldbewusstsein, weil man den anderen ja quasi damit belästigt oder ja, einfach ein fehlendes Selbstbewusstsein, weil man es ja nicht schafft, das geht dann einher mit dem Schamgefühl, dass man nicht fähig ist, diese Krankheit zu besiegen. Und umso häufiger man ihm das sagt, hey, mach doch mal was dagegen oder ja, bekommt es auf die Reihe, umso eher fühlt sich der andere dann ja noch schlechter. Das ist extrem kontraproduktiv, das sollte man auf keinen Fall zu häufig tun. Natürlich kommt das einfach mal raus. Wenn man mit so jemandem zusammenlebt, man ist ja selber nicht perfekt. Hier geht es auch nicht darum, irgendwie einen perfekten Leitfaden zu erstellen, den man dann befolgen sollte zu 100%. Das funktioniert nicht in der Ernährung, das funktioniert auch nicht in der Persönlichkeitsentwicklung. Es kann immer nur eine Richtung sein. Und wenn man bewusst ist, dann kann man das anwenden. Aber wenn man gerade nicht dran denkt, dann ist man halt eben auch unbewusst und dann sagt man sowas, oh, bekomm das doch mal auf die Reihe oder es nervt oder solche Dinge. Die rutschen jeden raus in so einer Beziehung und so realistisch sollte man dann auch sein. Der dritte Tipp geht ein bisschen auch einher damit und zwar gibt es dann Menschen und das ist besonders eine Sache, die mich betroffen hat, dass ich den Menschen, den ich liebe, gerne helfen möchte und dann Entscheidungen für diesen Menschen treffe, weil dieser Mensch oft auch entscheidungsunfähig ist, weil er einfach dann nur noch ja, da liegt und ja, hoffentlich noch isst und trinkt, manchmal nur noch trinkt und
widerwillig ist, wenn der Magen zu stark knurrt, wenn alles dunkel ist. Und dann fühlt man sich so, komm, ich entscheide für dich, wir gehen jetzt raus oder du rufst jetzt jemanden an und all diese Dinge. Und das Problem dabei ist, wenn man immer diesen Menschen die Entscheidungen abnimmt, die in die wahrgenommen richtige Richtung geht oder gehen, dann entwickelt der Depressive ein neuronales Netz, was da so funktioniert, dass er daran gewöhnt wird, dass andere oder derjenige, der ihn liebt oder die ihn liebt, die Entscheidungen abnimmt. Und er entwickelt überhaupt kein Selbstbewusstsein, kein Ich treffe die Entscheidung. Er bleibt, Depression geht auch immer so ein bisschen einher mit Opferrolle. Obwohl die Depression als solches, und das ist auch mal ganz wichtig an der Stelle zu erwähnen, kein rein gedanklicher Prozess ist, sondern das ist durchaus eine hormonelle Sache, beruht auf Biochemie. Die Depression kommt, bam, die ist da und man hat nicht an die Depression gedacht. Und es ist auch nicht das Unterbewusstsein, was diese Depression dann einfach wie von Geisterhand erscheinen lässt. Ja, aber ausgehend von Gedanken, nein, es ist oftmals eine ganz einfache hormonelle Sache. Genetische Prädisposition spielt da auch eine Rolle. In dem Moment kann man dagegen nichts tun, man ist dann depressiv. Aber dann kann man gedanklich intervenieren. Und wenn dann jemand anders die Entscheidung trifft innerhalb dieser Intervenierung, dann entwickelt man kein Gefühl dafür, dass man selber intervenieren kann, dass man selber Herr seiner Dinge ist, dass man selber dagegen was tun kann. Was der vierte Tipp, den ich euch, dir mit auf den Weg gebe, ist, dass man diesen Menschen ermuntern sollte, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Andere Menschen bieten immer wieder ein Potenzial für neue neuronale Netze, für neue Erfahrungen, für einen intensiveren Austausch, für mehr Informationen, für neue Inspirationen. Auf so viele Weise können andere Menschen diesen Menschen inspirieren und diesen Menschen voranbringen. Und deswegen ist das Animieren der neuen sozialen Kontakte oder das Knüpfen von neuen sozialen Kontakten einer der Punkte, die ich besonders herausstellen möchte. Ja, und dann mit diesem neue Menschen kennenlernen, das inkludiert Folgendes, was ich aber gerne als separaten Tipp oder als separate Erfahrung meinerseits mit auf den Weg geben möchte, das ist das fünfte, glaube ich jetzt, dass man durchaus auch diesen Menschen dazu inspiriert, eine Fachkraft aufzusuchen. Also tatsächlich einen Arzt oder einen Psychotherapeuten, Psychologen, was auch immer. Auf jeden Fall Menschen, die große Erfahrungen im Umgang mit diesen Menschen haben. Und man sollte auch nicht davor zurückschrecken, vielleicht gemeinsam, wenn das Sinn macht, sich an Menschen zu wenden, die Erfahrungen haben im Umgang mit Depressionen, auch innerhalb einer Beziehung. Also eine Beziehung kann auch heilsam sein. Wenn aber der eine den anderen immer wieder runterzieht und der andere dem anderen dann indirekt oder direkt die Schuld dafür gibt, dann ist das ein Kreislauf, der, und das habe ich selber auch schon in einer vergangenen Beziehung erlebt, der dann im Desaster endet. Und entsprechend auch gemeinsam zur Therapie gehen, auch wenn derjenige, der nicht unter einer Depression leidet, quasi denkt, boah, ich brauche gar keine Therapie. Das Wort Therapie hat so einen negativen Beigeschmack. Seht das doch einfach als Mensch, der den beiden Inspirationen geben kann und der sehr viel Erfahrung damit hat. Und so eine Therapie wird ja auch dann in dem Fall, wenn der oder die beiden eine Überweisung bekommt von der Krankenkasse übernommen. Und gerade jetzt viele, die sich gesund ernähren, die fragen sich immer, warum zahle ich Krankenkassenbeiträge? Ich frage mich auch, warum zahle ich monatlich 300 Euro Krankenkasse, obwohl ich nie krank bin. Ja. Also, aber das wäre eine Möglichkeit, wo man dann vielleicht dann ein gutes Gefühl hat. Da manch einer ärgert sich darüber. Ich frage mich das einfach nur, aber dann denke ich einfach, das ist ein anderes Thema, das ist einfach so unser Gesellschaftsvertrag, dass ich dann eben auch für andere bezahle.
Und das ist in Ordnung, weil es gibt auch Phasen, wo andere für mich bezahlt haben. Und so ist das halt ein Kreislauf. Wir sind eine Gesellschaft und von daher. Aber dem einen oder anderen mag das dann vielleicht, dann der Hemmungen hat, zur Therapie zu gehen, über diesen Kanal vielleicht dann Zugang zu finden. Also das ist das Nächste, dass ich tatsächlich animiere dazu, Menschen, die unter Depressionen leiden oder irgendwelchen Störungen, dass man die wirklich animiert, eine Fachkraft aufzusuchen. Und generell, wenn man hört das jetzt alle so diese Tipps, wenn man dann schon merkt, boah, das ist so viel Arbeit, das ist so viel, ja, das will ich das in meinem Leben überhaupt? Dann sollte man sich tatsächlich diese Frage stellen, möchte ich das in meinem Leben? Bin ich stark genug dafür? Jeder hat eine Verantwortung für sich selbst und genau das, was man auf den Depressiven dann vorwirft, dass er keine Verantwortung für sich übernimmt oder dass er quasi sein Leben nicht wertschätzt, das trifft auch dann auf einen selber zu, wenn man mit einem Depressiven zusammenlebt, ohne dass man die Stärke hat und ja, die Lebenslust und den Lebenswillen diesbezüglich auch sein Leben zu verbringen. Und das sollte man sich fragen und man sollte sich nicht zu schade sein zu sagen, hey, pass auf, ich möchte nicht mehr mit dir zusammenleben oder ich möchte erst gar nicht mit dir zusammenleben, wenn es noch in der Anbahnung ist. Das sollte man dann wirklich auch klar durchziehen, meiner Meinung nach. Genau. Und ich möchte gerne mal zur Depression an sich noch was sagen. Also, viele, die mit Depressiven zusammenleben und vielleicht selber noch keine Depression gehabt haben, ordnen das oft falsch ein, so eine Depression. Auch vielleicht nur unbewusst, vielleicht bewusst. Aber die Depressiven werden häufig so in eine Ecke gestellt wie, ja, sie sind irgendwie zu faul. Sie sind zu faul, sich damit auseinanderzusetzen. Bekomm doch deinen Arsch mal hoch. Und werden oft von der Gesellschaft so ein bisschen ausgegrenzt. Und das ist halt sehr ungerecht. Weil wie ich schon sagte, Depressionen sind in allererster Linie auch eine biochemische Reaktion. Man kann da erstmal gar nichts tun. Dann kann man etwas tun mit dem Verstand. Allerdings ist dann immer die Frage, wie stark ist dieser biochemische Faktor, dieser hormonelle Faktor. Ne? Wie weit ist der Mensch noch fähig, etwas zu tun? Und wir wissen alle, es gibt Menschen, die bringen sich um aufgrund von Depressionen. Und diese Menschen sind offensichtlich nicht fähig gewesen. Und wenn ein Mensch da ist, der noch lebt, dann ist zumindest die Möglichkeit, dass dieser auch nicht fähig ist, das zu schaffen. Und dass man ihm, wenn man dann die Schuld gibt dafür, dass er es nicht schafft, dass man da diesen Prozess des sich schlecht fühlen, nicht gut genug fühlen und was hat das alles für einen Sinn, dass man das dann auch noch verstärkt. Und entsprechend, ja, ist es auch sehr, sehr wichtig, sich mit Depressionen auseinanderzusetzen, mit dem Thema, wenn man mit jemandem zusammen ist, der unter Depressionen leidet. Und man sollte auch versuchen, so ein paar grundsätzliche Dinge voneinander zu trennen. Zum einen die Angststörung, zum anderen Depression und zum anderen auch, wenn jemand bipolar ist. Weil gerade in der medikamentösen Behandlung kann das zum Desaster führen. Also man behandelt sich ja häufig selbst, indem man keinen Arzt zu Rate zieht, sondern sich selber irgendwie behandelt, indem man Medikamente kann man mittlerweile auch selbst Arzneipflichtige, Apothekenpflichtige und arztpflichtige Medikamente, die kann man im Internet ja, über verschiedene Wege immer bestellen. Und das machen auch einige, gerade in dem Bereich, die sich ja, schämen, zu einem Psychologen zu gehen, dass man da ganz genau aufpasst. Und ja, bei dem Thema auch mal so, es gibt Menschen, da sind Medikamente notwendig. Es ist nicht für jeden möglich, es zu schaffen. Man kann nun darüber streiten, ob man, also aus ethischen Gesichtspunkten, ob man jeden Menschen, der offensichtlich nicht alleine fähig ist, auf dieser Erde zu überleben oder willens ist, ob man
diesen zwanghaft mit am Leben teilhaben lassen muss, also an diesem Leben, was als einem individuellen Leben. Und oder ob man auch einfach es erlauben soll, dass dieser Mensch sich umbringt. Ja, das ist eine ethische Diskussion, die möchte ich an der Stelle nicht führen. Ich möchte aber darauf sensibilisieren, dass das ein Thema ist, was man im Hinterkopf haben sollte. Weil in einer individuellen Entscheidung kann man durchaus diese Entscheidung treffen. In einem gesellschaftlichen Konsens ist die Entscheidung getroffen derzeit. Selbstmord darf nicht unterstützt werden. In dem privaten Kontext kann man für sich selber die Entscheidung treffen. Man begibt sich natürlich dann rein rechtlich auf eine, ja, auf eine gewisse Strafebene, unterlassene Hilfeleistung oder Hilfeleistung zum Mord oder wie das dann zum Selbstmord, sowas. Ja, aber in den meisten Fällen wird sowas ja dann nicht publik und da ist auch kein Kläger da, weil derjenige, der sich umgebracht hat, der ist dann eben tot. Also ich wollte damit sagen, das ist auch ein Thema, was man auch, also man sollte Mut haben, sich damit auseinanderzusetzen und da ist immer wieder bei der Stärke. Jemand, der mit jemandem zusammenlebt, der depressiv ist, der sollte stark sein, ne? Und ich habe das schon in meinem Bekanntenkreis sehr häufig erlebt, dass zwei Menschen zueinander finden. Der eine ist depressiv, hochgradig depressiv und der andere ist ganz normal. Und der andere sieht den Depressiven und das war in dem Fall, ich denke da insbesondere an zwei Konstellationen, das war eine sehr attraktive Frau jeweils, die depressiv war und das waren zwei Männer, die eben nicht depressiv waren. Und sie waren einfach total verliebt. In das Äußere, in den Charme. Die eine war bipolar, die andere war rein depressiv. Und ja, bei beiden war es so, dass dann die Beziehung irgendwann in die Brüche gegangen ist, weil derjenige sich einfach überschätzt hat und da nicht gesehen hat oder nicht sehen wollte, dass halt zu diesem schönen Package eine wunderschöne Frau, war eine recht oberflächliche Beziehung, muss man dazu sagen, eine wunderschöne Frau und ja, einer davon war auch noch besonders intelligent und es war halt es war so ein Komplettpaket, was man als Mensch bekommt. Und da sollte man ehrlich genug zu sich selbst sein, um eben dann nicht versuchen geraten, sagen, oh, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und ja, dann aber, wenn solche Diskussionen aufkommen, sein Leben dann quasi ja, radikal ja, an Lebensqualität einbüßt. Weil ich sage nie zu niemandem, dass wenn jemand oberflächlich lebt, dass das schlecht ist. Wenn er damit zufrieden ist, ist es gut. Aber, oder sie. Aber wenn das dann dazu führt, dass dieser Mensch darunter leidet und der andere dann auch noch mehr, weil er dann realisiert, okay, diese Beziehung, die ist irgendwie ganz anders, als ich mir das gedacht habe, dann animiere ich dazu, vorher darüber nachzudenken. Ja, das wären so meine Tipps für den Umgang mit depressiven Menschen und auch so ein bisschen meine Erfahrungen, die ich euch heute mitteilen wollte. Ja. Sagt mir, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, ob ihr vielleicht noch was hinzufügen könntet. Ich würde mich da besonders freuen, wenn ihr Tipps hättet, dass derjenige, der dieses Video findet und der sich selber in der Rolle wiederfindet, als jemand, der mit einem Depressiven oder mit einer Depressiven umgeht, dass er dann Fundus hat an Inspiration und an Wissen, was er vielleicht tun könnte, um die Lebensqualität dieser beiden Menschen zu erhöhen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis in die Kommentare. Euer Christian.